hallo und herzlich willkommen zum nächsten Unit of the Week Video. Nummer 3 ist es jetzt, mittlerweile schon. Das hier ist ein unschwer zu erkennen, ein Cybot, der in diesem Fall Templar. Im Elite-Slot ist er beheimatet und ja, Panzerung, würde ich mal sagen, 12, 12, 10, also sprich 12 Front, 12 Seite und 10 Heck ist ganz in Ordnung. KG, BF, alles normal bei Space Marines. Stärke ebenfalls, logischerweise 10 durch die Cybot-Nahkampfwaffe, die er da am Arm hat. Ja, die Optionen sind für den allerdings ein bisschen weit ausfächernder. Natürlich alle Standard-Fahrzeug-Optionen, die sind je nach Codex unterschiedlich und die werde ich jetzt auch nicht vorlesen. Aber er könnte für 10 Punkte seinen Sturmbolter, der unter seiner Nahkampfwaffe ist, ersetzen durch einen Flamer. Ja, für 20 Punkte eine synchronisierte Laserkanone, ein Multimeter für 10 Punkte und so weiter und so weiter. Also alles Mögliche an großen Waffen, sprich Stuka und synchronisierte und alles Mögliche. Deswegen, der bietet dafür recht viel. Nur ist er halt auch mit seinen über 100 Punkten auch ziemlich teuer. Nichtsdestotrotz, ab 750 Punkten könnte man schon mal einen reinnehmen. Ich hatte bei 1000 auch gerade einen drin und der hat sich gar nicht so schlecht geschlagen. Siehe erneut, Battle Report Nummer 2. Wenn ihr es nicht getan habt, ja, Eigenwerbung. Und ja, wie gesagt, ich finde die ganz witzig und ich werde mir auch noch mal einen zulegen, den zweiten. Wahrscheinlich dann ehrwürdigen oder sowas. Mal sehen. Ja, wie gesagt, wie man die einsetzen sollte, ihr werdet nicht zu offensiv. Also gerade der Multimelter zwingt einen ein bisschen dazu, weil der halt nur 24 Zoll Reichweite hat und dann muss man halt quasi schon die Angriffsreichweite des Gegners laufen. Aber mit einer synchronisierten Laserkanone oder einer Stuka, die ich persönlich auch lieber dran hätte, könnte man da ein bisschen mehr reißen. Dann einfach ein bisschen Abstand halten und dann schön schießen. Gerade so gegen Space Marines oder gegen Chaos Space Marines könnte man gut die Laserkanone nehmen, weil man dann halt ja, die Fahrzeuge knacken könnte. Ja, außerdem ist ein Cyborg cool. Ich meine, wir will keinen Cyborg in seiner Armee haben. Ja, das war's dann auch schon mit dem dritten Video. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.